Willkommen zurück zu meiner zweiten Phase jetzt. Ich konnte leider nicht ganz so viel machen, wie ich eigentlich vorhatte. Das kann ich euch gleich zeigen, warum. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, wie viel Zeit vergangen ist. Scrollen wir mal ganz kurz hoch. Also bei dem Speicherstand haben wir aufgehört. Da haben wir 1 Stunde 45 Minuten Spielzeit. Wobei man da immer bedenken muss, dass die Sinnzahl, also die Zeitverzerrung, da mit reingerechnet wird. Das heißt, eigentlich haben wir ja nur 4 Folgen gemacht, a 15 Minuten, das heißt 1 Stunde. Der Rest kommt halt durch die Zeitverzögerung. Das ist der Spielstand, den ich jetzt habe in der Zwischenzeit. Da sind wir jetzt auf 100.000 Credits und sind schon bei 5 Stunden 20 Minuten. Der wird jetzt einfach mal geladen und dann zeige ich euch, was genau ich gemacht habe, was nicht wirklich viel ist. Denn wir hatten ja nur 2 Sektoren aufgeklärt und ich wollte nichts Neues machen, ohne dass er es so mitbekommt. Das heißt, wir hatten nur die 3 Erzminen und ein paar Stationen, die das Erz gekauft haben. Bei diesen Stationen ist nur langsam die Energie ausgegangen. Das heißt, wenn sie die anderen Ressourcen, die sie brauchen, um ihr Produkt herzustellen, nicht mehr haben, dann brauchen sie halt auch kein Erz mehr. Das zeige ich euch mal jetzt, wenn ich hier abdocke. Gehe ich mit Punkt wieder auf die Sektorkarte und mit Komma auf die Universumskarte, Argon Prime. Und hier zahle ich auf die Gefechtskopffabrik Alpha Info. Hier, momentan ist deren Erzlager zu 3/4 voll, was so lala ist, also nicht wirklich gut. Und selbst wenn die Zeit jetzt vergehen würde, würden die Preise und die Lagerbestände sich hier nicht verändern, da Energiezellen fehlen. Diese Station will ja Gefechtsköpfe herstellen und für eine Rotation, die x Minuten dauert, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, braucht sie eine bestimmte Anzahl an Ressourcen. Also sie braucht eine bestimmte Anzahl an Energiezellen, Stoffreim und Erzen. Sobald die vorhanden sind, startet ein Zyklus. Der tickert dann durch und wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die Gefechtsköpfe produziert. Und dann guckt er wieder, ob das Lager voll genug ist, nimmt sich die Sachen aus dem Lager und fängt einen neuen Zyklus an. Da aber wie gesagt keine Energie da ist, beginnen keine Zyklen und kein Erz wird verbraucht und dementsprechend auch kein Bedarf mehr von uns das Erz zu kaufen. Und genau das gleiche hat auch die Munitionsfabrik Alpha. Seht ihr hier, hat auch nur 8 Energiezellen und alle anderen Stationen, die auch hier Erz brauchen. Das heißt, wir sitzen jetzt auf unserer vollen Ladung. Unser Merkur ist bis oben hin voll mit Erz, 374 Stück, aber er hat niemanden, der es kaufen möchte. Deswegen werden wir jetzt ein paar andere Sektoren entdecken. Bisher haben wir ja nur Herons Nebel und Argon Prime. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück zu der Handelsstation, docken da an und ich werde dann dem Discoverer hier ein wenig mehr Pep geben. Das heißt, die Geschwindigkeit erhöhen, mit der er fliegen kann. Dann flitzen wir durch die naheliegenden Sektoren. Ich würde mal sagen, wir entdecken den ganzen... Wow, das war knapp Autopilot. Ich wollte schon die Hand ans Steuer legen, wollte ich sagen. Also ja, wir entdecken einfach den ganzen argonischen Bereich, der hier auf dem Haufen ist. Das ist der Hauptsektor der Argonen. Es gibt noch mehrere andere, aber die sind weiter weg. Und eher sowas wie Kalonien. So, wir würden gerne handeln. Hier könnten wir unseren Ladenraum erweitern, das wollen wir noch nicht. Wir könnten unsere Seitwärtsdrehung verbessern, dass das schneller geht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir brauchen Triebwerkstuning. Wir könnten jetzt mit den Pfeiltasten, also Pfeil nach rechts, einzelne Schritte gehen. Und ihr seht schon, die Preise sind eigentlich moderat. Aber wenn wir es auf maximaler Stufe hätten, wären es 36.000. Das finde ich schon ganz schön, habe ich. Also sagen wir mal, wir geben 9.500 Credits dafür aus. Drücken OK. Und docken ab und schauen, wie viel wir dann fliegen können. Vorher waren es 110, jetzt sind schon 227. Sehr schön. Also, wir gehen auf meinen Besitz. Wir sagen unser Merkur, Klick, Kommandos, folge mir. Hier sind so eine recht häufig verwendeten Befehle, werden hier einfach aufgeführt. Da muss man nicht extra in die Kommandokonsole reingehen. Wir könnten auch hier auf die Kommandokonsole klicken, dann auf Navigation und dann folge mir. Ist halt das gleiche als hier, Kommandos und sofort folge mir zu Sachen. Aber ja, also unser Merkur mit oben hin voll bis Erz folgt uns jetzt. Und wir gehen einfach mal in den nördlichen Sektor. Energiezirkulum hört sich ja schon so an, als wenn wir da Energiezellen bekommen könnten. Und dem ist auch meistens so. So,
Das heißt, wir hoffen einfach, dass wir da Fabriken finden, wo wir unser Erz loswerden können. Das muss doch gar nicht zu einem guten Preis sein. Wir wollen eigentlich nur Stauraum jetzt wieder bekommen. Das heißt, das Erz, was momentan im Merkur drin ist, haben wir für, ich glaube, 75 Credits oder so gekauft. Sobald wir eine Station finden mit 80 plus Credits, wird das alles vertickert. Da haben wir zwar nur einen sehr kleinen Profit, aber wir versuchen dann, Energiezellen zu kaufen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir versuchen, Energiezellen zu kaufen, um dann die Stationen, die wir bisher beliefert haben mit dem Erz, wieder in Schwung zu kriegen. Dass die ihre Produkte herstellen und dadurch wieder Bedarf entsteht an dem Erz, das wir ja primär an sie verkaufen. Also ja, wir müssen den Stationen schon helfen, sich selbst zu helfen, damit sie uns helfen, indem sie unsere Sachen kaufen. Aber ja, ich sagte, das hier sieht schon mal gut aus, weil das ist eine Solaranlage. Darauf halte ich schon mal zu. Und sonst sehen wir nicht wirklich viel, denn wir haben immer noch keinen Duplex-Scanner, geschweige denn einen Triplex-Scanner. Das sollten wir uns auch demnächst mal leisten. So. Sonnenkraftwerk M-Alpha. Informationen. Das Lager ist 55% oder so voll und es würde 15 Credits kosten pro Zelle. Das ist aber kein besonders guter Preis, denn diese Solaranlagen füllen sich recht schnell. Das heißt, ein Preis von 12 oder 13 zu bekommen ist nicht besonders schwer. Und 12 ist das absolute Minimum. Da hinten haben wir noch ein Solarkraftwerk und das ist ein größeres. Das sieht man ja auch schon optisch. Das da war nur eine so eine Scheibe. Das ist eine kleine. Da hinten haben wir eins mit 3 Scheiben. Das ist eine mittlere und das da ist eine XL mit 5 Scheiben. Nur mal so, um ein Gefühl für den Preis zu bekommen. Dieses große Ding, der kostet 16 Millionen Credits. Ja, also da kommt man nicht ganz so schnell ran. Obwohl es eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt ist. Im Gegensatz dazu, so eine Fleischfabrik für die Kahuna-Blöcke kostet nur 600.000. Ja, müssen wir dann gucken, wie wir das denn später hinkriegen. Meistens ist es so, man baut erst andere Fabriken und kauft sich die Energie noch an den Solarkraftwerken und erst wesentlich später hat man dann eine eigenständige Versorgung mit Energie. Aber ich sollte mal langsam anhalten. Brems, Mausrad nach unten. So, 0. Info. Oh, hier kostet 16 Credits, das ist gar nicht gut. Was haben wir da hinten? Erstmal haben wir noch ein weiteres Sprungtor, das sollten wir auch gleich entdecken. Sonnenkraftwerk L-Beta. L-Beta, wie schaut's bei dir aus? Du bist auch bei 16. Das ist ja gar nicht gut. Na gut, können wir nichts machen. Wir müssen eh erstmal unser Erz verkaufen. Das heißt, wir gucken uns an, wo das hier hinführt. Antigone's Memorial. Da haben wir noch ein Sprungtor. Da huschen wir auch noch hin. Und so klappern wir jetzt alle Sektoren ab, bis wir irgendwann unser Erz losgeworden sind. Und danach möchte ich ganz gerne für den Merkur ein, zwei Sachen kaufen. Einmal eine Trading-Software, wie wir auch hier schon haben, damit wir von hier aus in anderen Sektoren gucken können, wie die Preise sind. Und dann noch ein Schnäppchenfinder und ein Verkaufsassistent. Das sind Sachen, die mit einem Klick einem sagen, wo man am billigsten in einem Sektor Waren kaufen kann oder wo man am besten seine Waren verkaufen kann, was irre praktisch ist. Außerdem kann man damit, wie ich schon in der letzten Folge erzählt habe, unseren nicht selbst geflogenen Schiffen sagen, kaufe bitte diese Ware zu dem bestmöglichsten Preis innerhalb von 3-4 Sektoren. Dann zieht er los und überprüft selbstständig, wo er das kaufen könnte, kauft das und meldet sich dann. So können wir halt schon mal unsere Schiffe ein wenig besser automatisieren. So, wo führst du hin? Drei Welten. Drei Welten. Ah, okay. Geht's noch weiter nördlich von hier? Da müsste hier irgendwo ein Tor sein. Klicke ich einfach mal doppelt hin. Dann richtet er sich schon mal in die Richtung aus. Autopilot deaktiviert. Und jetzt schauen wir uns um. Da ist das östliche Sprungtor. Ah, viel zu viele Asteroiden. Na gut, huschen wir dadurch. Zeitverzerrung an. Ein Haken, den wir noch umgehen müssen, ist, dass dieses Schnäppchenfinder-Dingens nur wirkt, wenn man irgendwelche Schiffe in den Sektoren auch hat. Sonst weiß der Computer nicht, wo er genau hin soll.
Das heißt, wir müssten entweder mehr Schiffe kaufen oder wir kaufen Satelliten. Und die setzen wir in die Sektoren rein, wo wir denken, dass wir am besten die Dinger verkaufen können. Zum Beispiel würde ich dann einen Satelliten in Herons Nebel reinsetzen, weil wir da unser Erz kaufen. Einen Satelliten in Argon Prime, weil wir da meistens unser Erz verkaufen konnten bisher. Und dann noch ein, zwei andere. So, hier sehe ich schon mal 1, 2, 3, 4 Stationen. Aber die sehen wie Essensverarbeitungsstationen aus. Fliegen wir mal näher ran. Agrarzentrum L Gamma. Ja, da dürfte Weizen produziert werden. Delaxianischer Weizen. Brauchen wir nicht unbedingt. Das kann man zu Stoffreimen weiterverarbeiten oder zu Alkohol. Den Alkohol brauchen Marines. Mit Marines kann man übrigens Schiffe kapern später. Ranch, M, Alpha. Ein Ranch. Da werden Tiere produziert. Das heißt, man braucht nur Energiezellen reinstecken und es kommt Fleisch raus. Was ein wenig komisch klingt, aber dem ist einfach so. Und mit diesem Fleisch kann man dann eine andere Station anfliegen. Die nennt sich dann Kahuna Bakery. Und da wird aus dem Fleisch richtiges Essen gemacht. Und das Essen brauchen fast alle Stationen. Also alle Waffen produzierende Stationen, alle Schilde produzierende Stationen, sehr viele. Das heißt, das ist ein sehr guter Anfang, um auch Profit zu machen. So, was bist du da? Oh, hier sind noch viel mehr Stationen, aber die sehen auch alle wie Essensstationen aus. Kahuna-Presse, M, Beta. Genau, da ist die Kahuna Bakery oder Kahuna Presse. Presse. Da wird das Agnu-Fleisch, was von der Farm produziert wird, weiterverarbeitet. Zusammen mit dem Weizen und Energiezellen. Das heißt, alle diese drei Sachen werden gebraucht, um einen Fleischblock herzustellen. Für uns aber momentan total uninteressant. Kahuna-Presse, M, Alpha. Wir wollen nämlich erzlos werden und keine dieser Stationen, die wir bisher hier gesehen haben, braucht Erz. Da wird noch eine Weizenfarm sein. Von der Optik her. Agrarzentrum, L, Beta. Jo, absolut uninteressant. Da hinten ist noch eine Weizenfarm. Das Ding da ist eine Handelsstation, die fast jeder Sektor hat. Und das da müsste ein Ausrüstungsdock sein. Fliegen wir mal näher ran. Und... Argon Ausrüstungsdock. Jo, da kann man sich halt die Standard-Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ich klicke mal kurz drauf. Zum Beispiel haben wir hier Schilde, Waffen, ein mobiles Bohrsystem und die Ausrüstung. Also Handelssoftware... Kampfsoftware. Oh, ein Duplex-Scanner für 4000. Den nehmen wir doch mal mit. Andocken bitte. Autopilot aktiviert. Und schnell ran da. Das macht es dann für uns wesentlich einfacher, die Station zu finden, wo wir unser Erz loswerden können. Momentan ist die Sicht von uns echt tierisch beschränkt. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, könnten wir den bereits schon mehrfach erwarteten Triplex-Scanner auch kaufen. Der ist gar nicht so weit weg von hier bei den Boronen. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten. Aber erstmal sollte er hier reichen. Heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen. So, 4000 Credits. Okay, raus hier. Und einfach erstmal weg. Oh, da haben wir noch ein Sprungtor, das wir nicht entdeckt haben. Da gehen wir mal hin. Und werfen einen Blick auf die Sektorkarte. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Vorher war der Kreis nur bis hier oder so. Also wirklich verdoppelt. Im Osttor ist das Energiezirkulum. Das wird dann das Südtor sein. Und ich glaube, das führt nach Ringo Moon. Aber schauen wir mal. Also ja, das Argonen-Startsystem hier... ist. Ich zoome mal ein bisschen raus. Hier in der Mitte haben wir Argon Prime. Da geht es zwei nach oben, zwei nach links, zwei nach rechts und dann nochmal das Ganze nach unten. Also es ist ein richtig schöner Block. Das heißt, wenn man später die Sektorenhändler einstellt, kann man denen sagen, fahr einen Argon Prime an und geh maximal drei Sprungtore weiter. Das heißt, dann bleibt er automatisch immer in diesem Argonensektor. Nicht, dass wir nicht mit anderen Rassen Handel treiben wollen würden, aber dafür habe ich dann meistens gerne eigene Händler. Also wir haben dann zwei, drei Händler hier im Argon-Sektor, zwei, drei Händler im Boron-Sektor, zwei, drei im Paraniden-Sektor und so weiter und so weiter.